So, hallo Leute, wir sind beim letzten Mal nach Covenant aufgebrochen. Geh rein, Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Und haben es auch gefunden. Jetzt sind wir gerade auf der Suche nach einer überfallenen Karawane, bei der wir dann eine Gewinnbeteiligung bekommen, sollten wir die Überlebenden finden. Nämlich vom ehrlichen Dan. Ganz ehrlich, wenn der ehrliche Dan uns das sagt, dann glaube ich ihm das. Wenn sein Name klingt ehrlich oder er belügt uns, dann töte ich das Schwein. Sind wir mal ganz ehrlich. Gut. Auf jeden Fall, hier muss irgendwo die Karawane überfallen worden sein. Die Karawane wurde ganz in der Nähe von Covenant angegriffen. Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei erstatten, oder? Und die kleinen Sachen gehören in Tütchen als Beweismittel. Okay, Rahmen. Meine Systeme brennen darauf, neue Daten zu erfassen. Dieses Reisen gefällt mir sehr gut. So, gut. Wonach soll ich jetzt suchen? Dies ist Limonade. Die Karawane hat auf jeden Fall den Covenant Halt gemacht. Ah ja, okay. Das war also der Hinweis, den wir brauchten. Denn dieser ist ja der etwas, eingeschränkt arbeitende Mr. Handy. Also geht es wieder zurück. Und mal schauen, ob wir einen Grund finden, warum die Karawane nicht mit uns reden mag. Moment, hier ist gerade irgendetwas. Ach, hier hinten gibt es den goldenen Grashüpfer. Okay. Gut. Es ist relativ beeindruckend, wie viele Quests sich hier überschneiden. Dieses Limonade! Nach einem langen Tag gibt's nichts Besseres! Hey, dieser! 93% aller Besucher entscheiden sich für dieses Limonade! Weil sie es kostenlos bekommen. Ich nehme eine. Nur eine pro Tag und Kunde. Na gut. Schon wieder kaputt. Das ist jetzt das dritte Funkgerät. Ted soll sich darum kümmern. Noch ein Neuankömmling. Willkommen! Mr. Fitzgerald? Wir tolerieren keine Gewalt oder Anstößigkeit. Wenn du beides meidest, kommen wir gut miteinander aus. Wer unsere Regeln missachtet, muss gehen. Das geschieht aber nur selten. Also er möchte nicht mit mir reden. Interessant. So, wen haben wir denn hier noch so? Ah, hallo. Entschuldigung. Ja, hallo, Fremder. Mein Name ist Jacob und ich habe in dieser Stadt das Sagen. Schön, dass du bestanden hast. Guten Leuten steht unsere Tür immer offen. Du kannst eines der Betten im Gasthaus nutzen und du solltest in Pennys Laden vorbeischauen. Danke für die Gastfreundschaft. Für Leute wie dich, jederzeit. Du solltest dich von Mr. Dan fernhalten. Ich habe Beschwerden über ihn gehört. Danke für die Warnung. Ich bin nur ein guter Gastgeber. Ich wünsche noch einen schönen Aufenthalt. Erstmal lullen wir ihn ein und jetzt geht's los hier. Ich hoffe, dir gefällt es hier. Erzähl mir von dir. Ich sorge dafür, dass Penny, Talia und die anderen alles haben, was sie brauchen. Unsere kleine Gemeinde am Laufen zu halten, ist ein Vollzeitjob. Aber irgendjemand muss es ja machen. Entschuldige mich bitte. Jacob? Ich hoffe, dir gefällt es hier. Kann ich ein paar Fragen stellen? Dann frag doch. Hier sieht es fast wie vor dem Krieg aus. Wie schafft ihr das? Harte Arbeit, geschicktes Handeln und Engagement für eine starke Gemeinschaft. Das ist Teamwork. Hast du mal von einem Lager gehört? Das hört sich wirklich interessant an. Aber ich habe noch nie von einem Lager gehört. Weißt du etwas über eine verschwundene Karawane? Geht es um diese Stockton-Leute? Ich habe es Mr. Dan immer wieder gesagt. Wir haben sie nicht gesehen. Ich muss gehen. Einen schönen Tag noch. Guten Tag. Gut, dann halt nicht. Dann müssen
Wir kommen wunderbar mit Durchreisenden aus. Mit einem Essen, einem sicheren Ort zum Schlafen und ein wenig Höflichkeit bringt man die Leute dazu, sich... Hey, Swanson. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Schade, dass solche Leute dann einfach nicht mehr mit einem reden. Das nimmt einem... Ich sollte nicht mit dir reden. Ich habe nämlich zu tun. Talia. Oh, ich habe von dir gehört. Du bist der Fremde. Ich stell Dinge her. Für den Laden. Oh, ich bin Talia. Schön, dich kennenzulernen. Klingt, als wärst du ziemlich geschickt. Ich will keine Last sein. Es wird dir hier gefallen. Alle in Covenant sind so freundlich und wollen von ganzem Herzen helfen. Zu schade, dass der Rest des Commonwealth nicht so ist. Ich weiß. Wäre es nicht toll, wenn alle aufeinander Acht geben würden? Du kannst gerne meine Werkzeuge benutzen. Und wenn du was brauchst, sag Bescheid. Verzeihung. Talia. Oh, du bist zurück. Ist Covenant nicht einfach toll? Hast du Zeit für ein paar Fragen? Wenn es dir hilft, klar. Ich suche nach einem Mädchen. Emilia Stockton. Hast du von ihr gehört? Oh, nein, das habe ich nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Oh, das ist sie bestimmt. Weißt du etwas über ein Lager? Nein, tut mir leid. Ich baue nur Sachen. Für den Laden, weißt du? Weißt du irgendwas über Stocktons Karawane? Tut mir leid, die waren niemals hier. Ich muss gehen. Oh, okay. Jeden Tag danke ich meinem Glücksstern dafür, dass ich hier leben darf. Siedler, Siedler. Guck mal. Ted. Nichts für ungut, aber ich habe noch einen Berg an Arbeit. Ted. Jeder andere in der Stadt würde gern mit dir reden, aber... ich muss Diagnosen der Perimetergeschütztürme durchführen. Okay. Also er möchte gar nicht mit mir reden. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Hey, Penny. Möchtest du was kaufen? Wenn nicht, hast du bestimmt noch was zu tun. Ich hoffe, es hat dir hier gefallen. Hast du Zeit für ein paar Fragen? Tja, ich weiß. Die Leute hier sind sehr freundlich. Warum? Jeder, der den Test besteht, ist hier willkommen. Aber nur wenige dürfen hier wohnen. Und eine positive Einstellung ist uns auch wichtig. Wer hat die bedroht? Könntest du mir was über die Anlage sagen? Lager? Wer hat was von einem Lager gesagt? Weißt du, ich bin wirklich sehr beschäftigt. Dr. Patricia? Wenn du Schmerzen hast, dann sag es mir. Was gibt's Neues, Doc? Wenn du Gerüchte hören willst, red mit Penny. Ich kümmere mich lieber darum, Leute zusammenzuflicken. Das kann ich wenigstens. Jetzt nicht. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Na gut, also irgendwie... Hier kriegst du deine Limonade! Hey, dieser. Weniger Strahlung, weniger Mutabeeren, der gleiche tolle Geschmack. Probiert dieses Limonade. Also irgendwas ist hier... Wo ist der Haken? Keine Tricks, keine Gimmicks. Nur die beste Limonade in Covenant. Kostenlos für unsere besonderen Gäste. Woraus besteht die Limonade? Dieses Limonade enthält nur beste Zutaten. Vier besondere Zutaten. Probier sie mal. Ich passe. Du weißt gar nicht... Wo ist es denn jetzt hin? Da ist Dan. Da ist auch. Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Hey, Dan. Dieser Ort macht mich verrückt. Ich hoffe, du findest was über die Karawane raus. Ich habe von einem Lager erfahren. Vielleicht sind dort die Überlebenden der Karawane. Gut. Jetzt müssen wir es nur noch finden. Wenn jemand weiß, wo das Lager ist, dann Jacob. Er hat hier das Sagen. Aber er hat nicht das beste Gedächtnis. Ich habe gesehen, wie er sein Passwort von einem Stück Papier abgelesen hat. Vielleicht findest du das ja. Hast du eine Idee, was ich untersuchen sollte? Die Baracken sind immer fest verschlossen. Wenn du da reinkommst, findest du bestimmt was. Aber es könnte überall Spuren geben. Hast du noch weitere Spuren? Nein. Wenn es in Covenant nicht funktioniert, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich tue, was ich tun muss. Wir reden später.
Der ehrliche Dan. Ah, hallo. Wir gucken jetzt einfach mal ins Terminal. Vielleicht finden wir da einen Hinweis. Willkommen vor einer kurzen Rast bis hin zu einem langen Aufenthalt haben wir hier in Covenant alles, was ihr braucht. Wir liegen inmitten des Commonwealth und haben schnellen Zugang zu den besten und sichersten Handelsrouten der Umgebung. Unsere Gästezimmer sind geräumig, gut ausgestattet und unser freundlicher Mr. Handy serviert sogar kostenlose Limonade. Für große Karawanen können wir auf Anfrage zusätzliche Schlafsäcke bereitstellen. Sprich dazu einfach mit Mr. Fitzgerald. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt und freuen uns sehr, euch als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Geschichte von Covenant. Wir sind eine junge Gemeinschaft gleichgesinnter Individuen, die sich zum Ziel gesetzt haben, dem Leben wieder eine Qualität zu geben, die es so lange Zeit nicht gegeben hat. Unsere geheimen Zutaten sind eine gemeinsame Vision, harte Arbeit und gute alte Gastfreundschaft. Seit die Mauern gebaut wurden, haben wir mehr und mehr Händler willkommen geheißen. Bei uns gibt es ein breites Angebot an Handelsware zu unschlagbar guten Preisen. Wenn ihr eine Ware anderswo günstiger seht, gebt uns Bescheid, dann setzen wir noch einen drauf. Sagt es euren Freunden weiter. Der Safe-Test. Wir werden oft über den Safe-Test befragt. Was ist das? Warum ist er notwendig? Eure und unsere Sicherheit sind unser wichtigstes Ziel. Und mit dem Safe-Test können wir sie gewährleisten. Den Test haben sich einige der klügsten Köpfe der alten Welt ausgedacht, um ein detailliertes psychologisches Profil der Teilnehmer zu erhalten. Die Teilnehmer scheitern an verschiedensten Gründen an dem Test. Asoziale Neigung, Obszönität und geistige Gesundheit, um nur ein paar zu nennen. Oft wäre alles bestens, wenn wir sie reinließen. Aber wir achten sehr genau darauf, dass nur gute, qualifizierte Leute in den Genuss von Covenant kommen. So wie ihr. Denkt daran, es ist alles nur zu eurem Schutz. Okay, geht klar. Spannend für wahr. Naja, gut. Oh, ja, mein Zettel. Ja, meisterhaft hacken kann ich ja nun leider nicht. Oh. Safe-Bericht. Safe-Bericht, Version 11.3. Fehlerquote 28%, Delta minus 1%. Benötigen mehr Datenproben. Anonyme Reisende, ein Fehler protokolliert. Slockgule, in Klammern 5, ein Fehler auf jeden Fall falsch positiv. Stockenkarawane, 2 Fehler. Aha. Du musst aufpassen, dass die Polizei dich nicht... Tut mir leid, Curie. Okay, wie hieß das jetzt? Karawanendaten. War das das? Amelia Stock-Tochter, Fred O'Connell, Karawanenleiter, Jay Mayfield, Sicherheit. 2 Söldner, Namen unbekannt, Angehörige von Jay Mayfield. Gut. Erwischt. Diebstahl ist eine Straftat. Okay, dann... Hier kriegst du deine Limonade! Wo ist denn jetzt der ehrliche Dan schon wieder? Er ist doch immer wieder woanders, der Hund. Der Verrückte. Aber ich bin sowieso das... Da ist er wieder. Ich hasse diesen Ort. Hey, Dan. Dieser Ort macht mich verrückt. Ich hoffe, du findest was über die Karawane raus. Wir reden später. Also die Stockkarawane war ja mit aufgeführt. Da meint es jemand ernst. Was? Wer meint es ernst? Hä? Ich verstehe nicht. Was möchtest du? Warum braucht eine winzige Siedlung so viel Feuerkraft?
eine gute Frage. Denn zum Schutz ist ja schon soweit klar. Es ist schon lange her, dass wir wirklich Ärger in der Stadt hatten. Mr. Fitzgerald? Obwohl, der ehrliche Dan. Tja, er hält sich wohl an die Regeln. Schön, hier mal ein neues Gesicht zu sehen. Jacob? Ich hoffe, dir gefällt es hier. Danke für die herzliche Begrüßung. Und Manieren hast du auch. Das macht dich nochmal so willkommen. Leider muss ich... Gut. Ich wünsche dir einen friedlichen Aufenthalt in unserer kleinen Stadt. Ich hab's jetzt weggedrückt, das war auch gewollt so. Ich mach gleich mal das Radio aus. Strenge Sicherheitsmaßnahmen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Und man kann sie nicht mitnehmen. Bitte zeig mir so viele heimische Lebensformen wie möglich, damit ich sie scannen kann. Das dient natürlich ausschließlich der Wissenschaft. Hier kriegst du deine Limonade! Okay, also hier gibt's nichts. Schön, hier mal ein neues Gesicht zu sehen. Ich finde es trotzdem sehr mysteriös hier. Scheiße. Das ist mal ein Schloss. Ich brauche einen Schlüssel. Hoffentlich war jemand nachlässig. Ernst, Curie. Verdammte Scheiße. Check aufs Passwort. Rennenschlüssel. Ja. Gut, können wir ja raus. Die verbergen etwas. Da bin ich mir sicher. Dann können wir hier rein. Tür zu. An den Rechner. Sehr schön. Jetzt haben wir ja das Passwort. Personalakten. Erstmal gucken wir uns das an. Mr. Huntley hat den Weg zum Lager 5-mal abgebrochen, weil sich ein Fischer, Name unbekannt, am Weiher von Mystic Pines niedergelassen hat. Mr. Huntley sagte, das neue Lieblingsfischrevier des Mannes liegt direkt über dem Lagereingang. Das Doktor-Rettungsteam wurde beinahe von ihm entdeckt. Ich empfehle... Okay. Fitzgerald B. Bedenken keine Notiz. Mr. Fitzgerald nimmt unsere Mission genauso ernst wie ich, wenn er doch nur etwas wegen seiner Frau unternehmen könnte. Fitzgerald P. Bedenken hat die Sims als unerwünschte bezeichnet, Auseinandersetzung mit M. Bell. Häufig negative Bemerkungen über andere Mitarbeiter und andere Orte im Commonwealth, besonders Diamond City. Erste Maßregelung, weil sie einen Händler vor dem Institut und dessen Methoden gewarnt hat. Notiz: Wenn Mrs. Fitzgerald nicht sonderlich effektiv in ihrer Rolle wäre, würde ich sie wieder zum Lager zurückschicken. Aber sie ist mit Mr. Fitzgerald verheiratet, weshalb ihr permanenter Aufenthalt hier erforderlich ist. Wir können nichts anderes tun, als regelmäßig unsere Mission und deren Parameter Nachdruck zu verleihen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ihr das Geschäft mehr am Herzen liegt als unsere Ziele. Bedenken, Thomas Huntley, Besitz von Schmuggelware in 3 Fällen, allgemein asoziales Verhalten hat dazu geführt, dass Besucher sich unwohl fühlen. Huntley ist neu in Covenant, und wenn man sich seine Vergangenheit ansieht, wird schnell klar, warum er so schreckhaft ist. Hoffentlich kann die Gemeinschaft ihm mit der Zeit ein Gefühl von Sicherheit geben.
Wenn er unser Besucher allerdings weiterhin so beunruhigt, muss er vielleicht versetzt werden. Das Gute ist, dass seine Zurückgezogenheit ihn dafür geschaffen macht, Nachrichten zum Lager zu bringen. Und wenn Händler in der Stadt sind, bleibt seine Abwesenheit nahezu unbemerkt. McGovern: Bedenken. Besucher fallen ihre Nervosität und Anspannung auf. Sie ist sehr mitfühlend. Könnte das ein Problem werden? Nachdem ich ihr meine Bedenken schilderte, lenkt Mr. McGovern tatsächlich ein. Sie gehört zu unserem Job, uns so natürlich wie möglich zu geben, und wenn überhaupt, übertreibt sie es. Ich hoffe wirklich, dass sie sich erholt, statt nur etwas vorzugeben. Aber selbst wenn sie nur etwas vorgibt, ist sie für uns absolut unverzichtbar. Montgomery P. Bedenken keine. Ich habe keine besonderen Bedenken, an Dr. Montgomery angeht. Wenn ich sie mir jetzt ansehe, würde ich nie im Leben drauf kommen, was sie alles durchgemacht hat. Das einzige Problem ist, dass sie zurückgezogen ist und sich nicht in die Gemeinschaft integriert. Aber ich glaube, sie wollte auf keinen Fall hierher versetzt werden, sondern lieber an der Hauptmission teilnehmen. Doch bevor sie hier war, hatten unsere Besucher sich hauptsächlich darüber beschwert, wie schlecht die medizinische Versorgung sei. Wir brauchen ja also dringend einen Arzt. Und zu ihrem Pech ist sie die Einzige, die mit dieser Qualifikation. Und zu unserem Pech ist sie die Einzige mit dieser Qualifikation, die ein geeignetes Temperament besitzt. Und Swanson: keine Bedenken. Swanson ist verschwiegen. Er arbeitet direkt für das Lager und verwaltet den Test. Und ich habe keine Ahnung, wer er war oder wie ich ihm helfen kann. Er hält sich strikt aus der Gemeinschaft heraus. Ob das an seinen Befehlen oder an seinem Wesen liegt, kann ich nicht sagen. Gut. Dann schauen wir jetzt mal auf die Karte. Genau auf der anderen Seeseite quasi ist das Lager. Na dann. Dieses Limonade. Nach einem langen Tag. Sehen wir uns das doch mal an. Hey Fremdling, es ist kein Geheimnis, dass du hier rumschnüffelst. Nicht sehr freundlich von dir, wenn du mich fragst. Ich weiß, du glaubst, das Richtige zu tun. Triff nur keine übereilten Entscheidungen, die du später bereust. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wenn das doch stimmen würde. Denk doch mal nach. Wir gehen einfach mal nach da drüben. Keine Ahnung. Schwimmen? Laufen? Blub, blub. Blutblatt. Blutblatt, blutblatt. Blutblatt, blutblatt. Ach, scheiß drauf. Du musst dafür sorgen, dass du nicht so schnell genug rüber, dann ist das nicht so viel. Und da oben ist dann vermutlich schon das Lager. Tippe ich mal ganz stark. Ich bin jetzt ernsthaft gespannt. Hier ist das Lager. Ernsthaft? Abwasserkanal. Aha. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Also dadurch, hat er auch geschrieben in dem Ding, dass einige dort was durchgemacht haben. Ich bin mir aber jetzt unsicher, ob das zum Guten oder... Keine Ahnung. Ich speichere mal. Außenstehende haben keinen Zug... Die Missionen müssen geschützt werden. Ich fürchte hier gerade Leute umzulegen, die nichts dafür können. Protokolle später auf relevante Daten prüfen. Aber ich lasse mich erstmal überraschen. Okay. Ah, okay, da geht's weiter. Ich dachte jetzt, er ist auf dort. So. Sie haben große Anstrengungen unternommen, um diesen Ort zu schützen.
Die Missionen mit. Also er hat auch einen Vortec-Anzug an. Was schon mal recht gut passend wäre. Ich habe nämlich langsam die Theorie, dass es sich hier um den Nachbau einer alten Vault handelt, beziehungsweise dass eine Vault ist. Festgekettet. Sag ich, dass jetzt aus dem Ruder gelaufen ist? Was war das? Was ist da gerade passiert? Was zum... Komisch. Jetzt wieder weg. Wer kann sich denn so schnell bewegen? Batman. Eindeutig. Oder Darkwing Duck. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin die Mutabäre, die dir Dünnschiff versorgt. Keine Ahnung. Ich bin Alfred Jodokus. Fuck. Verdammt! Sehr mysteriös hier am Zellen. Hier wurde jemand. Ist vielleicht schon wieder alles vorbei. Betreut. Und da meine ich nicht die gute Variante von Betreuung. Definitiv nicht. Warum muss es nur so still sein? Ja, und bleib weg! Oh, was macht... So. Zumindest schimpft Kyri nicht, wenn ich ihr hier gegen ihren Aber nun gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal hier um. Und ihr seht das übrigens auch wieder so Vault-Tec-Plakate. Es bleibt spannend. Das bleibt es wirklich. Und das wird uns bestimmt beim nächsten Mal auch noch begleiten, die Quest. Der Quest. Denn das sieht schon etwas weitläufiger aus. Ja. Also sage ich erst einmal bis zum nächsten Mal. Bis denn dann, auf Wiedersehen.